Hi, liebe Leute, hier sind wir ein letztes Mal zu Prominent getrennt. Wir reacten aufs Wiedersehen. Naja, was Nachspiel, was soll es sein? Was ist es? Das YouTube Get to Back Together? Ja, aber wo irgendwie dann auch nur die Hälfte kann. Und deswegen sage ich, wir wissen, haben noch nie reingeschaut. Aber ich bin ja schnell auch im Urteil. Ja. Und, ja. Und deswegen denke ich so, wenn es bei RTL wäre im Studio, dass dann mehr Leute dieses verpflichtende Gefühl hätten, dort auftauchen zu müssen. Anstatt da irgendwie in so einen kleinen Mini-Creator-Raum zu gehen und sich da mit irgendwie zwei Personen hinzusetzen. Nee, ich will den Spicy Tea von allen im Raum. Jeder soll das hören. Und ich möchte auch, dass eine unbeteiligte Person dort nochmal gewisse Fragen stellt. Das kommt auch noch dazu. Ich bin gespannt, wie das aufgebaut ist. Ich habe ja auch noch nicht reingeguckt, ob es irgendjemanden gibt, der dort durchleitet oder was, inwiefern die Fragen zu denen kommen. Kein Plan, wir geben unser Bestes. Das für euch ja so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Ja, oder einfach wieder Gaggig-Time. Oder Gaggig-Time. Gaggig-Zeit. Und da möchte ich euch sagen, ich zeige euch einmal, es ist früh am Morgen, was hier für Getränke stehen. Zweimal ein Kaffee. Ja. Und eine Mate. So. Ihr kommt, ich weiß, es ist für euch Wahnsinn, dass wir so lustig sein können. Tja. Ohne Alkohol. Aber es gab nur einmal eine Prickelbrause. So, und das war nicht an diesem Tag, wo wir das letzte Folge PG aufgenommen haben. Ja, da sind wir so krass in den Montag gestartet. Ist so. Ne? Wenn ihr das jetzt komplett gucken wollt, dann diesmal nicht bei RTL Plus. Folgt YouTube. Sondern müsst ihr halt bei YouTube schauen. Macht euch einen Account bei YouTube. Ne, kannst du auch ohne Account. Aber wir zeigen ja nicht alles wahrscheinlich. Nee, wenn ich wirklich die komplette Sinnlosigkeit geben will, der findet da sein Glück. Guckt euch da an, lehnt euch zurück. Und macht euch jetzt, freut euch einfach nochmal wirklich auf eine letzte geile Reaction mit uns zu PG. Reaction-Zeit! Herzlich willkommen zu unserem Mini-Wiedersehen von Prominent getrennt. Wir haben einmal Melina da, wir haben einmal Tim da, wir haben einmal Sandra da. Coole Konstellation, ich bin natürlich auch da. Wir haben ein paar Fragen, die werden wir euch jetzt beantworten. Max macht die Moderation, warum? Also was ist denn das denn jetzt? Okay erstmal. Naja, es ist jetzt erstmal an sich okay, aber wenn ich so starten würde. Also würden die dort genauso sitzen, wenn sie eben im Studio wären? Also eben nicht. Melina mal sagen, sitzt so da. Sandra. Also Mädels, ihr müsst euch mal ein bisschen zusammenreißen. Ich weiß es nicht. Wir verfallen dann auch mal ins Chillen. Aber am Anfang doch mal ganz kurz ordentlich und gewillt da sitzen. Wir versuchen es auch für 10 Sekunden. Gewillt. An alle. Von welchem Paar wart ihr besonders überrascht, schockiert und warum? Also ist ja im negativen Sinne gemeint, oder? Ist egal, kann auch positiv. Also ich war negativ überrascht tatsächlich von Mike und Michelle, dass das wirklich tatsächlich so schlimm ist, wie man es in anderen Formaten gesehen hat. Dieses Manipulieren und dieses Runterbuttern und keine eigene Meinung haben. Das fand ich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Wenn man es auch nicht mitbekommen hat. Doch, im Haus. Im Haus? Ich hab's nicht mitbekommen. Was? Wo warst du denn? Das meiste ist in den Interviews passiert von Mike, was wir nicht mitbekommen haben. Ja, das Erste, was wir gesprochen haben, ist, Mike hat sich vorgestellt und das Erste, was er gemacht hat, ist schlecht über Michelle geredet, wo ich mir dachte, hey, wir kennen uns seit einer Minute und du machst schon jetzt jemanden runter. Wo ich mir dachte, hey, so, hey, chill mal. Also sind wir uns einig, dass er... Ja, ich glaube, es war Mike und Michelle. Ah, sorry, aber ich habe ja jetzt schon keinen Bock mehr. Danke, ich wollte es dir sagen. Das ist ja langweilig wie so, Sau. Ich finde das so... Da kommt ja nichts rüber, was mich in irgendeiner Form hier hält, also das weiter zu gucken. Ja, aber wer ich will jetzt schon abbrechen. Wer hat denn da die Fragen aber auch ausgesucht? Juckt mich auch nicht, von wem ihr überrascht wart. Ich will nur das über Beef und was passiert, was ist zwischen euch passiert. Oh, wenn das so weitergeht, dann wird das ganz anstrengend jetzt für uns und für euch wahrscheinlich auch. Also die waren so schnell draußen. Ja. Die waren 3 Tage für da, deswegen sind gar nicht mehr präsent. Wer knirscht denn dort auch die ganze Zeit rum? Kannst du dir vorstellen, wie das sich bei uns anhört mit unseren Ketten hier? Das kannte ich nicht. Ed Max, was geschah nach der Zeit in Südafrika? Wieso ging es Luisa so schlecht? Was ist da vorgefallen? Und Melina, was hast du damit zu tun? Und Melina und Max, was läuft aktuell zwischen euch? Und jetzt direkt schon Abbruch. Also, nee, Mann, ich will gar nicht so schießen, aber es ist RTL, es ist ein Medienhaus. Wer stellt denn 10 Fragen in einem Slide? Wo man wahrscheinlich wirklich ein ganzes Video zu machen könnte. Nein, eben.
Also ich will das ja wissen. Ich will ja wissen, was da vorgefallen ist mit Luisa. Und was hat Melina damit zu tun? Und warum ging es ihr so schlecht? Und warum wart ihr dann zusammen unterwegs? Und warum war dann Tim auch noch plötzlich da? Und wie war eure Zeit eigentlich danach? Und wie jetzt war eigentlich der Rückflug? Und was hattest du? Was hast du jetzt am letzten Wochenende gemacht? Was hast du heute so Mittag gegessen? Und wo ist Luisa jetzt? Ist sie jetzt wirklich bei DSDS? Und wie heißt die Frau Luisa? Okay, warte, wir schütteln uns kurz. Ich nicht, weil dann pulle ich ein. Frei. Kann ich dir viele fragen? Ja, also das Erste, was passiert ist, nachdem wir von Prominent getrennt raus sind, ist, wir sind ins Hotel, wir haben gefrühstückt. Da habe ich auch mal in der Fragerunde mal was gesagt, weil ich sage ja eigentlich nie zu sowas irgendwas. Ich habe sie sogar noch gefragt, so, hey, willst du da bleiben? Komm, ich zahle dir das. Wir machen noch einen coolen Urlaub. Warte mal, Maus, von welchem Geld zahlst du denn das? Also hast du irgendwie einen Geldsegen bekommen, den die Social-Media-Welt, also den wir nicht mitbekommen haben? Mein letzter Stand war, da geht gar nichts im Portemonnaie. Ich habe sie sogar noch gefragt, habe sie sogar noch eingeladen, meine Ex. Naja, ich wollte gerade sagen, also das eine ist das mit dem Geldsegen. Ich meine, gut, er spart ja auch viel Miete. Jetzt wohnt er ja auch gefühlt mit bei La Familia mit im Haus. Oh. Aber dann sozusagen, also ich sage ja sonst nichts dazu und ich habe sie gefragt, wollte sogar sagen, ey, ich bezahle das. Das ist so ein großkotziges Getue. Wer zeigt jetzt einen Daumen? Mann! So ist es nämlich. Und Regenzeit. Wir haben gesagt, wir werden noch ein Gespräch haben. Ich wollte es dann aber für mich einfach nicht, weil ich habe damit abgeschlossen gehabt und habe für mich selber gesagt, hey, das Gespräch, was wir bei Prominent getrennt hatten, hat mir gereicht. So, die Sachen wollte ich mir selber auch nicht mehr aufwühlen. Und dann bin ich in ein Format gegangen, bin rausgekommen und war blockiert. Ich verstehe das, wenn man sagt, so, ich habe eine Sache für mich abgeschlossen. Aber irgendwie muss ich leider auch sagen, du warst einfach wirklich in dieser Sache das größte A-Loch. Und wenn ihr euch ausmacht, es gibt da noch ein Gespräch und du deiner Ex-Freundin da die Hand drauf gibst, sage ich jetzt mal, und dann für dich aber sagst, ach nee, irgendwie fühle ich es jetzt doch nicht, weil ich hatte keinen Bock. Ich will bei mir auch nichts aufwühlen. Vielleicht wäre das mal angebracht, bei dir was aufzuwühlen, dass da mal Gedanken angeregt werden. So, also einfach aus Empathie und noch ein bisschen letzten Respekt vor der Ex-Freundin. Ja. Eigentlich ist gar nichts passiert und ich habe ausnahmsweise mal nichts gemacht. Außer das, was halt vor 2 Jahren bei Make Love Fake Love passiert ist, habe ich tatsächlich nichts gemacht. Außer nicht mehr komplett mit ihr ausgesprochen. Und das war's. Dann zu dem Thema. Das ist ja nichts. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also, wir haben uns in der Show ja schon, wir haben uns ja gut verstanden, aber ich glaube, jeder von uns weiß das, wenn man sich eine Woche in einem Format gut versteht, ist man in der meisten Zeit danach nicht unbedingt befreundet. Ich habe es tatsächlich sogar versucht, weil wir eigentlich einen ganz guten Draht hatten und habe ihr auch ein paar Mal geschrieben, habe da nicht wirklich oft eine Antwort bekommen oder erst Tage später und sie hat sich auch nie bei mir gemeldet. Mann, Alter, weil sie KB hat auf dich. Ist doch ihr gutes Recht, ja nicht zu antworten. Ja, vor allem, weil du mit ihrem Ex-Freund rummachst. Der also blockiert ist. Auf den hat sie ja noch weniger Böcke. Also sitzt die jetzt wirklich total und sagt, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich mach doch nur mit ihrem Freund rum, der sie vor der ganzen Nation betrogen hat. Was? Ich verstehe es nicht. Warum will sie denn jetzt die Zivil machen? Kam halt nicht zurück. Sie hat zwar gelesen, aber hat halt nicht geantwortet, ne? Also da liegt die Schuld dann schon bei ihr, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Naja, und wir haben uns halt nur eine Woche gut verstanden, also chill. Bin gespannt, ob es jetzt noch dümmer wird. Dann hat sie irgendwie rum erzählt, ich wäre mit Max zusammen. Und zu diesem Zeitpunkt hatten Max und ich nicht mal Kontakt. So, absolut gar keinen Kontakt. Wer glaubt das? Ich nicht. Also ich glaube, das wird dann wieder, ich glaube leider, dass da Melina und Max so Leute sind. Wie definierst du keinen Kontakt? So. Nicht geschrieben? Weil nicht, also Luisa kommt ja nie von irgendwoher einfach auf diesen Fakt. Ja, also keine Ahnung. Der wird ja nie aus dem LKW gezogen. Ja, wir hatten ja ein Gespräch, wo wir da in der Ecke sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und viele haben gemeint, ja, du bist das bessere Ich, wenn du mit ihr bist und so. Wo ich auch gesagt habe, nee, das stimmt nicht. Weil wenn ich mit ihr bin, muss ich sehr viel Rücksicht nehmen. Muss ich oft anders handeln, als ich normal machen würde. Einfach nur, damit es ihr halt gut geht. Das erklärt es ja dann, dass du quasi auch nicht ihr irgendwie... Das Ding ist, würdest du mich so richtig gut kennen, wirst du ja auch, dass mir sowas auffällt und dass ich nicht so der Typ bin, wo so richtig auf jemanden zugeht, wenn es jemand schlecht ist, weil ich kann das auch nicht. Jeder hat so seine Macken und wenn es jemand schlecht geht, ist für mich auch eine große Überwindung.
Herr Fun mit Melina. Das ist ja einfach schon wieder ein Traum. Das wird ja einfach nur spaßig, wenn du mit Melina zusammen sein solltest. Nee, weil sie erwartet das gar nicht, dass man dann auf sie zugeht. Nee. Nee. Und wir haben ja auch in der PG-Folge und in der Zeit zur Zeit mit Tim, hat sie auch gesagt, Mann, du weißt doch, was das in mir auslöst, wenn du mich betrügst. Alter, geile Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt großartig dazu sagen sollen. Ich finde, hier nehmen sich beide Menschen total aus der Verantwortung raus, wenn man davon sprechen kann, von Verantwortung. Und ich möchte, dass Sandra sich gerade hinsetzt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber für mich ist das ein bisschen schwierig, so auch wenn jemand weint oder so. So ist das für mich schon eine Überwindung, so dahin zu gehen, weil ich weiß, dass es eigentlich richtig ist, so. Aber für mich ist das ein bisschen schwierig. Weiß nicht, woher das kommt, so. Aber für mich ist das so, ich muss so richtig, so als müsste ich über eine Mauer springen, so, hey. Ja, verstanden, weiter. Ich mache das natürlich gerne, aber bei ihr musste ich halt aufpassen, so, dass. Was labert der macht das gerne? Der hat doch gerade gesagt, der macht das nicht. Ich, der quatscht, einer, der weiß überhaupt nicht, was er so quatscht ist. Labern, hat es aber immer gesagt. Hat sie immer gesagt, ja. Also auch wenn andere Leute der Meinung sind, dass Melina sehr wohl ein Girls Girl ist und sehr supportive, da habe ich gesehen, wie deine Seele deinen Körper verlässt gerade. Ist schon raus. Wenn man dieses La Familia guckt, sagen ja selbst Freunde von ihr, wenn Melina dich gut leiden kann, hast du eine gute Zeit. Wenn nicht, keine gute Zeit. Und wenn jemand, der mich nie leiden kann, mich einfach nicht mal in Ruhe lassen kann, sondern wo es dann einfach so klingt wie, wenn sie dich nicht leiden kann, ja, wirst du keinen Spaß mit ihr haben, ja, dann denke ich mir so, grow up. Also wir hatten vor prominent Kontakt, aber nicht direkt davor, sondern ein bisschen länger davor. Dann während prominent getrennt waren wir halt da und danach hatten wir auch gar keinen Kontakt, wo die Gerüchte hochgekommen sind, dass wir zusammen wären. Und das war auch so ein Punkt, glaube ich, warum. Ist ja krass, oder ihr hattet gar keinen Kontakt und einfach so kommen die Gerüchte. Einfach so. Und wann hat der Kontakt wieder angefangen, dass ihr dann zusammen am Flughafen gesichtet worden seid? Wann war das, wenn ich genau fragen darf? Hab ein Bild gesehen. Die hatten safe danach direkt Kontakt. Also warum sollten auf einmal so viele Gerüchte dazu aufkommen? Mein Gott, werden sich da die Taschen voll gelogen. Ja. Und ich finde es auch irgendwie, ne, wir sind natürlich auch Personen, die, na klar, über andere Leute sprechen, die nicht da sind und sich nicht verteidigen können. Yeah. Aber weiß ich nicht. Du hast ja vorhin schon gesagt, die nehmen sich aus der Verantwortung raus. Mhm. Da sitzen gerade vier Leute, die irgendwie versuchen, irgendeine Rechtfertigung für irgendwas zu finden. Sagen, ja, also Luisa, verstehe ich jetzt gar nicht, warum die mich jetzt so fertig macht, bla bla bla. Und Luisa ist nicht da. Ja. Let her be einfach. Hey, hat sich dein Verhältnis zu Max normalisiert? Warum kamt ihr bei PG nicht miteinander aus? Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so ein krasses Problem bei PG gehabt. Wir hatten die eine Diskussion. Mir war eigentlich vollkommen egal. Du wolltest einmal reden. Für mich hat es dann keinen Sinn gemacht. So, ich aber dir wir zugehört. Haben das Gespräch ja gehabt. Ich habe dir zugehört, du hast meine Meinung gehört, ich habe deine Meinung gehört. Danach war für mich das tatsächlich erledigt. Also Max ist für mich ein Typ, der jeder Konfrontation aus dem Weg geht, weil er so krass viel Schiss hat. Und seine Ausrede dazu ist dann aber immer, für mich war das Thema erledigt, ich hatte nichts mehr zu sagen. Und dann setzt er sich dort einfach hin wie ein Stein und fertig ist. Ja. So gar nicht mal kurz nachvollziehen wollen, weil es war ja vor PG nicht alles gut bei denen. Wir auf keinen Fall. Wir hatten die Wiedersehensshow von Aito. Das war ja richtig schlimm. Wo er richtig kacke war einfach. Auch eklig und. Und wir wissen, und das hat mir auch schon mal erzählt, dass da gewisse Szenen von Max mit Absicht nicht reingeschnitten wurden, wie eklig er war. Ja, ja. Also sie hat natürlich allen Grund, ihn auch eigentlich zu hassen in irgendeiner Form. Ja, da müssen wir mal nämlich wirklich mal kurz Sandra auch in Schutz nehmen. Natürlich, ja, na klar, aber ne. Ja, es nervt natürlich, man will vielleicht da auch dann irgendwo die Schale aufbrechen, so mäßig wie irgendwie, es muss doch einen Weg jetzt reingeben, irgendwie, egal ob man jetzt möchte, dass da nochmal was geht, das glaube ich jetzt nicht, dass die da nochmal, naja, man weiß es nicht. Aber ja, für den eigenen Seelenfrieden muss man dann einfach irgendwann sagen, es lohnt sich nicht. My darling. Weiß nicht, wo das Darlings gerade herkommt, aber ja, darling, es lohnt sich nicht. Ich freue mich einfach nur darauf, dass es ja auch trotzdem, oh Gott, das klingt, oh, ich komme in die Hölle. Oh nee. Für den Fall, dass es nicht funktionieren sollte bei Melina und Max. Weiß ich einfach tief in mir drin, dass die denen so zusammenschreien wird und so ekelhaft zu dem sein wird. Melina? Ja. Ja. Dass ich das gar nicht auf Insta brauche, sondern ich merke irgendwann, bei denen ist nichts mehr und ich denke mir so, oh. Oh, der hatte eine Scheißzeit.
richtige Scheißzeit. Vielen, ey. Da ist dann wieder gut, so wie sie ist. Tim, was sagst du zu Mike, der dich als Schlaftablette und langweilig bezeichnet? Mike, ich glaube... Er ist doch nicht mal da. Ich will das abbrechen. Es ist so dumm. Das ist ein toxischer Typ. Er sagt langweilig und so weiter. Was hat es mit langweilig zu tun, wenn ich nicht künstlich Drama mache, so wie er? Er hat ja jede Situation genutzt, jedes Spiel, um wieder irgendwie Drama zu machen. Ja. Sei es in der Gruppe, sei es... Das ist, glaube ich, aber nicht künstlich gewesen, sondern krankhaft. Ja, richtig. Boah, nächste Frage. Wir sind schuld, weil wir zu langsam waren. Anscheinend ist der Wind schuld, dann ist der Korb zu schmal. Fenster ist toll, was sie da reingearbeitet haben. Deswegen, ja, der Typ... Also. Es ist die größte Frechheit, was wir da angucken. Ich überlege wirklich, das abzubrechen, weil ich nicht weiß, was uns das bringt. Ja, und wenn wir uns an alles halten, was wir auch gerne machen, wann wir was hochladen, wann wir wen interviewen dürfen, das nicht so gern. Dann ist das genauso für den Cast, gehört das im Vertrag verpflichtend beim Wiedersehen zu sein, außer du bist schon in einer neuen Show. Oder bist krank. Wir gucken mal jetzt noch weiter. Kann sein, dass das hier gleich wirklich einfach abbricht, weil ich die dass irgendwas kaputt macht. An alle. Bei der Staffel hatte gefühlt jeder schon etwas mit jedem. Kamen nach der Aufzeichnung neue Konstellationen dazu. Ah, da gab es keinen Blick. Deine Sache. Hä? Also ich bin also raus. Du hast uns ja alle verbunden. Sandra, ich bin raus, will ich gleich mal sagen. Ja, es gab keine neuen Konstellationen danach. Nee, danach, es gab keine neuen Konstellationen. Um das diplomatisch zu beantworten. Nee, nee, nee. Und genau deshalb sitzt da nämlich einer, der sagt, hier wird nicht rumgeeiert, so ein hässlicher Kindergarten-Eiertanz diese Frage. Du sagst jetzt genau, was wann war. Ja. Und wenn wann du dann hat sagst, die wieder angefangen zu daten, Melina und Max? Selbst wenn sie dann sagt, da möchte ich nichts sagen, dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass noch mal ganz kurz versucht wurde nachzubohren und dann kann ich die Schuld auf Melina schieben. Und so bleibt die Schuld, sorry, bei RTL. Ja. RTL. Was ist denn Nein, das? Nein, schnell die nächste Frage. Tim, ist dir selber unangenehm? Nachbohren! Also, das ist so schade. Weil schade? Schade, weil RTL hat ja sonst noch die Infos. Naja, also uns liegt vor, so. Ihr wurdet dort und dort gesichtet. Wir hätten das genauso fragen können. Wir hätten sagen können, uns liegt etwas vor. Mann, ey, das ist so verpulverte Zeit. Mann, ich will die von euch zurückhaben. In Form von Cash. Geld. Ja, da keine spicy Infos hier. Sandra genauso abgefuckt. Redakteurin im Hintergrund. Schade. Toll. Das hätte ich rausgeschnitten an eurer Stelle. Weißt du, wieso Tommy so abbeißend dir gegenüber reagiert hat? Ist er immer noch verletzt oder liegt es an seiner neuen Beziehung mit Paulina? Naja, gute Frage. Ich würde ihn ja gerne selber fragen. Hast du ihn wieder? Du fragst nichts mehr, Tommy. Du fragst bitte dein ganzes Leben nie wieder irgendwas, Tommy. Natürlich keinen Kontakt. Brauchen wir nicht. Nee. Also zum einen denke ich schon, dass er sehr aufgepasst hat, dass er nichts Falsches dort macht, weil er halt nun mal in einer neuen Beziehung ist. Kann ich auch verstehen, da will man natürlich keine schlechten Bilder liefern. Ja? Ich habe auch das Gefühl, dass er das schon ein bisschen noch verarbeiten musste, weil er mir jedes Mal, bei der Ausstrahlung hat man es ja gesehen, immer wieder dasselbe vorgeworfen hat. So, ich finde, wenn man einmal ein erwachsenes, vernünftiges Gespräch führt, reicht das irgendwann. Damit. Aber was? Das ist so eine Freakshow. Das hat sie jetzt wirklich im Ernst gesagt? Okay, lassen. Also wir warten jetzt noch eine Frage ab und entweder ist das Video zu Ende oder wir gucken uns schon die nächste YouTube-Kacke von dem zerstückelten Mist an. Aber ich flippe gleich. Ich nehme diesen Tisch, den ihr nicht seht, und mach so. So, aber vorher trinke ich meinen Kaffee aus. Ja, und hoffe, dass er ins RTL-Studio fliegt. Ich wollte reden. Jeden Tag drei verschiedene. Ich hatte sogar sechs Themen am Tag. Tommy, wir müssen reden. So am Tag bestimmt sechsmal. Mindestens. Tommy, hast du Zeit, können wir jetzt reden? Aber ich brauchte das. Stell dir mal vor, die verleiht das nicht mal. Da war Tommy ja noch super ruhig. Ausgetickt. Der war so ruhig, wenn die sechsmal am Tag da dran kommt. Ich bin gegangen und dann war ich wieder diejenige, die lügt und diejenige, die das falsch gemacht hat. Und das fand ich einfach unfair. Schlohus, bitte, ich kann es nicht mehr hören. Den Emotionen halt voll dabei bin, weil ich aber auch diese gewissen Gespräche brauchte. So. Tommy hat immer in die Dusche gepisst, während ich drin war. Danke für diese Info. Und damit wird jetzt das nächste Video eingepackt, hier eingespeist oder wie man das nennt. Ich habe keinen Bock mehr, mir dieses scheiß Video anzuglotzen. Sorry. Wenn ihr das komplett geguckt habt und da noch irgendwas Spannendes sein sollte, dieser eine Prozent, der das
der noch möglich ist, schreibt es in die Kommis für alle anderen, die auch abgebrochen haben. Wir haben das gerade viel zu lange geguckt. Wir versuchen jetzt das nächste Video von diesen 80, die zerstückelt hochgeladen wurden. Und wenn das genauso scheiße ist, willst du in das Rauchen gehen? Also fange ich an zu rauchen. Ja. Und dann bezahlt ihr meine Behandlung in 20 Jahren. RTL. Ja. Na ja, egal. Nicht hier. RTL. So, bis gleich, nächstes Video. Chiara und Sarah, zwei süße Girls. Aber es kann halt auch wirklich sein, dass ich das Gefühl habe, ich schaue hier gerade zwei Freundinnen abends beim Sleepover zu und die sind aber eigentlich schon ganz müde. Ja. Wo eine jetzt sagen muss, wir machen jetzt das Licht aus. So. Und vielleicht sind wir das. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Aftertalk mit Sarah und mir. Wir quatschen heute noch mal ein bisschen über... Da bin ich ja gleich schon wieder drin bei euch. Ihr habt es nicht geschafft, die zwei Stühle da rauszuräumen. Ey, es tut mir wirklich leid. Wirklich, es tut mir leid. Und eigentlich machen wir sowas ja nicht, weil wir gucken ja, wollen wir sowas nicht machen, so scheiße zu sprechen. Wir lieben ja die Formate auch. Aber meine nächste Frage, die sich hier auftut. Die hätten 50.000 Euro gewinnen können und haben 11.000 gewonnen. Wo ist die Kohle hin, dass das jetzt das Wiedersehen ist? Also anscheinend klar, weder in einem Mitarbeiter im Schnitt, weil den Schnitt, den wir beim anderen Video gesehen haben, fällt aus. Abfahrt. Moderation auch nicht. Abfahrt. Nicht mal Dekoration? Alle. Abfahrt. Nicht mal alle eingeladen. Ich verstehe es nicht. Die werden schon alle eingeladen haben, aber wahrscheinlich zu locker gewesen sein mit der Option, muss aber nicht, wenn du nicht willst. Nee, und muss, das geht Lukas nicht. Lukas Charles, bleib at home. Das geht nicht. Ich möchte einen Lukas Charles da sitzen sehen. Um eine nette Sache zu sagen, ihr zwei Girlies, ihr seht Bombo aus. Bombola. Bombo, cha, cha, cha. Das ist mein einziger Lichtblick hier. Und wenn wir das jetzt abbrechen sollten. Wenigstens zwei Leute, die sich Mühe gegeben haben. Genau. Wenn wir das jetzt abbrechen sollten mit euch, es liegt nicht an euch zwei, sondern einfach an der Grundstimmung. Und sorry, aber ihr seid jetzt schon in der Abfuckstimmung hier reingeraten, weil ihr Nummer zwei seid heute aus Versehen. Heute ist der Aftertalk von Prominent getrennt mit Chiara und mir. Nico ist nicht dabei und ja. Lukas abgelehnt, Nico ist leider nicht zum Dreh erschienen. Dann, nee, hartnäckig dranbleiben und sagen sorry, dann Gagenstrafe. Und dann musst du auch nicht die Stühle dort extra freilassen. Nein! Der ein oder andere Ex-Freund hier heute die Möglichkeit noch... Einfach irgendein anderer Ex von ihr. ...ein paar Sachen nochmal gerade zu stellen oder sich zu entschuldigen, aber dass da keine große Reue mehr kommt, damit habe ich eigentlich auch schon fast... Halt auf die falsche Seite sogar, wir wissen das, der Ton ist falsch bei ihr, ja. Sie redet nach links. So nicht geschafft. Wie einige von euch wissen, liege ich seit 6 bis 7 Monaten flach mit einer Rückenerkrankung bzw. einer Verletzung. Wie bitte? Er liegt flach, das sah aber bei der Premiere bei KDS anders aus. Maus, du bist mit Osan in eine WG gezogen. Ich habe dich im Hausflur sitzen sehen, wenn du den Schlüssel vergessen hast. Hast da gearbeitet? So schlimm tat dein Rücken weh, dass du im Hausflur sitzt. So. Na, vor allen Dingen, also jetzt wirklich zu sagen, ich schaffe es nicht, weil ich seit 6 bis 7 Monaten flach liege. Flach stehe? Dann denk dir was anderes aus. Du kannst dort sitzen, Maus. Also du kannst alles machen, du gehst feiern, du bist unterwegs, aber da kickt die Rückenzeit. Weißt du, was ich da gemacht hätte? Ich hätte mein bestes Leben gelebt und wenn ich mich entscheide, diese Lüge durchzuziehen, dann mache ich das, dann inszeniere ich dieses Video heftiger, als die ganze Staffel inszeniert wurde. Dann liege ich so im Bett, mache mir eine Krause, irgendwas hier rum. Ich kann leider nicht kommen, weil ich kann mich gar nicht bewegen und ich wäre echt gern... Ah, ich wäre echt gerne kommen, ich kann nicht mehr aus dem Bett. Ich hätte mich ins Krankenhaus verfrachten lassen. Das hätte ich gemacht und hätte daraus eine Story aufgenommen. Und dann hätte ich gesagt, okay, danke Leute, let's go. So. Also Panne. Wir haben schon gute Fake-Stories gesehen, zum Beispiel bei Kevin Jannik. Ja, aber bei Pinterest eingeben, da findest du auch schöne Bilder. Oh Gott. Beziehungsweise einer Verletzung und hatte gestern endlich meinen Arzttermin, auf den ich lange gewartet hatte und den ich auf gar keinen Fall dafür absagen wollte, denn am Ende des Tages ist die Gesundheit für mich immer noch wichtiger. aber dennoch hoffe ich, euch hat es gefallen und wünsche euch allen alles Beste und ganz liebe Grüße, euer Lukas. Na und? Und jetzt zählt trotzdem, was wir gesagt haben. Man kann ja nicht mal so schlimm sein. Dann leg doch mal den Arzttermin anders oder so. Halt nochmal ins nächste Quartal. Nun, wenn du eh schon 6 oder 7 Monate, da kommst du auf den 8. oder 9. Mann, Jahren. Es ist doch auch eine Lüge. Welcher, also sorry, in meinem ganzen Leben wurde leider Gottes noch kein Arzttermin vom Arzt abgesagt. Nee, und wenn du da dann machst du mit RTL die Zeit aus, dass du morgens den Arzttermin hast und dass du dort nachmittags hockst. Wer sitzt denn 24 Stunden beim Arzt, außer der Arzt selbst? Der labert.
Eine Fresse. Er labert einfach. Vor allem hätte ich die beiden gerne nochmal gefragt, was denn wirklich schlimme Taten sind, wenn Fremdgehen doch kein schlimmes Vergehen. Ach Mann! Leute, ja, wir quatscht uns die voll, dass bei uns auch manchmal der Ton spinnt. Stimmt ja, nicht! Aber unser Haus ist nicht so groß wie deren Haus. Und man weiß, dass das Mike, wenn ich nach da spreche, hier ist und nicht hier. Aber hey, lass doch mal eine coole Aufnahme machen. Ich weiß jetzt schon, dass das sofort abgebrochen wird, weil ich es mir zu anstrengend ist, hier irgendwas zu verstehen. Also und dafür wurde, also ihr, wo ist das Geld dafür? Wo ist denn das? Wo? Chiara, wie geht es dir mit den neuen Erkenntnissen über Lukas und seinen Betrug? Kannst du Lukas mittlerweile vergeben? Mir geht's so geil damit. Also die neuen Erkenntnisse, die ich jetzt so während der Ausstrahlung nochmal bekommen habe, waren natürlich sehr heftig. Ne? Also ich dachte, ich habe mit den Dreharbeiten von Prominent getrennt irgendwie so das Schlimmste hinter mich gebracht. Mhm. Aber es hat sich ja eine Frau nach der nächsten bei mir gemeldet. Ich habe herausgefunden, dass Lukas mich öfter betrogen hat, dass er in unserer Kennenlernphase noch mit einer anderen Frau zusammen... Mit seiner Ex oder nicht? Nur eine Affäre von Lukas. Und das ist natürlich eine Klatsche nach der anderen. Ja, also der Betrug war ja bei mir damals bei Temptation Island und so. Da habe ich das ja erfahren und... Geht's noch? Warte mal ganz kurz. Sind wir gerade falsch? Könnt ihr mal in die Kommis bitte schreiben, ob es euch genauso geht? Ich habe das Gefühl... Du hast schon gesagt, du hast das Gefühl, der Mentor saugt deine Seele raus und ich habe das Gefühl, ich könnte mir gerade nichts Besseres vorstellen, als wenn der jetzt kommt und mich mal kurz mitnimmt, damit ich hier raus bin. Weil es geht jetzt hier um Temptation Island, ich weiß das alles schon. Ich weiß, das, was Chiara gesagt hat, sind alles Sachen, die sind interessant. Er hat sie doch mal betrogen. Das wissen wir aber alles. Sie hatte aber das aber wir vielleicht. Nein, aber es weiß, nee, das hat da nichts zu suchen. Weil wir, also dann stell dann noch eine bessere Frage. Genau, eine andere, eine zielgerichtetere Fragestellung. Ich weiß aber ja nicht mehr. Was ist denn das für eine Frage? Habt ihr Support auf Social Media erhalten, nachdem ihr betrogen wurdet? Nö, wir haben nur Fickus bekommen. Hä, natürlich. Das interessiert mich halt auch aber nicht. Das hat jetzt auch nichts mit dem Format zu tun. Ich will wissen, Sarah, hast du Anschluss von Torsi Boy bekommen? Vom Thorsten Legert? Von Masala Legert, das, wir wollen den Spice wissen. Dann mach halt lieber Bullshit-Scheiße. Mach halt lieber nur pro Person irgendwie, keine Ahnung, 5 Fragen, die aber dafür irgendwie spicy und on point sind und nicht so eine. Weil am Ende, es wird schon am Ende noch kommen, hat Nico sich nochmal bei dir gemeldet. Ich will wissen, warst du wirklich so abgefuckt von ihm, dass du dich am Ende, als du rausgeflogen bist, eigentlich gefreut hast? Weil sie war ja so, oh, schade. Ja. So was will ich wissen. Ich will nicht wissen, ob du Support. Wo, komm, wir müssen es irgendwie durchstehen. Ich heul jetzt kurz. Ja. Sarah, was war deine Haltung zu Nikos Allianzfreundschaft mit Mike? Ist das wirklich eine Frage? So, und jetzt stelle ich dir die Frage, ob wir jetzt an dieser Stelle auch dieses Video abbrechen wollen. Weil, also ich habe natürlich auch ein bisschen Hunger und es tut, also ich bin im Zwiespalt, ne? Ihr kommentiert manchmal, ja, wenn ihr keinen Bock habt, lasst es einfach sein, verstehe ich. Wussten wir jetzt aber nicht, worauf wir uns hier einlassen. Ja, wir gucken es ja nie vorher. Und jetzt ist natürlich auch, sehe ich ja viele Kommis, die sagen, macht's nach eurem Feeling. Und ich fühle gerade, dass das hier große Scheiße wird. Ja. Was machen wir? Ich weiß nicht, irgendwie war doch irgendwo noch, oder war das heute Morgen einfach in unseren DMs, Lukas hätte im Hotel weitergemacht irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Frage warten will, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf diese Frage zu warten. Wollen wir noch eine Frage jetzt ab? Ja, eine Frage warten wir noch ab. Nach dieser? Gut. Okay? Ja. Sarah, hast du dich für Nico geschämt? Es war mehr so ein Fremdscham. Also ich habe mich fremd geschämt, aber ich bin ja, klar war ich in diesem Format mit ihm gemeinsam als Team, aber es ist ja nicht mehr mein Partner. Ja. So ein, ich habe ihm ja auch nichts mehr direkt so zu sagen. Und wie er sich verkauft, wie er sich geben möchte, ist ganz sein eigenes Ding. Und das jetzt im Nachhinein zu sehen, fand ich schon unangenehm. Aber ich hätte es auch genauso unangenehm finde ich es auch Mike zu sehen. So, das ist so. Und jetzt ist Schluss, weil für uns ist jetzt unangenehm, dieses Nachspiel weiter zu kommentieren. Diese Fragen, die da ausgesucht wurden, also es liegt für mich auf der Hand, dass es einem auch unangenehm ist, seinen Ex-Freund so zu sehen. Und wenn, dann formuliere die Frage so, dass es sie empowert. So, na, fandst du auch so peinlich? So, aber du hast auch gerade gesagt, und genau dafür bedarf es dann eine Moderation, um dann
die Mädels in dem Gespräch oder generell auch die Jungs einfach die KandidatInnen da kurz wieder reinzuholen und zu sagen, so, alles klar, gut, Thema abgehakt und jetzt on to the next one. Ja. Das kann ich mir anhören, wenn ich wirklich nebenbei... Genau. Wenn ich nicht mal alles mitkriegen muss. Man kocht nebenbei, ja, oder man macht keine Ahnung, was man so, man hört ja auf Kopfhörern und räumt auf. Ich noch nicht mal Kopfhörer sind nötig, weil es mir jetzt scheißegal ist, ob ich da eine Minute nicht mitbekomme. Ja. Oder man lässt auf dem Fernseher laufen und macht nebenbei irgendwas am Laptop. Saugen. Kannst du rausmachen. So. Das tut uns wirklich leid. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier eine Abmod, weil wir noch nicht wissen, ob es jetzt als Video erscheint oder als Reels. Und die anderen zwei Videos geben wir gar keine Chance. Nein. Gut. Also es muss, nein. Wenn okay, es da tut was uns zu leid, sagen Leute. Gibt, dann merkt, seht ihr es in Stories. Ja, es gibt sicherlich vielleicht auch ein paar Reactor, die das durchziehen, die da vielleicht irgendwie was mehr drin sehen, sich da besser abhypen können, als wir es gerade hier können, weil hier auf der Couch ist es einfach viel zu träge und ich habe das Gefühl, es ist eine Zeitverschwendung, leider für uns und für euch irgendwie auch. Genau, deswegen bye bye. Have a great time. Wenn ihr es mit euch vereinbaren könnt, gebt dem Video trotzdem einen Like. Und denkt dran, falls ihr das komplett gesehen habt und da wirklich was Spannendes gewesen sein sollte, schreibt es in die Kommis für uns. Und dann gehen wir da richtig in die Unterhaltung mal in die Kommis rein. Können wir machen. Und ansonsten ist das euer Abfuck-Safe Space. Ja. Der Kommi-Bereich. Haut alles raus. Bei uns ist alles erlaubt jetzt erstmal. Es sei denn, es wird zu beleidigen, dann wird es gelöscht. Gegen uns. Sonst machen wir das aber nicht. So, Leute. Nein. Wir gehen jetzt Mittagessen auf diesen Schocker und hoffen uns, dass das nächste Wiedersehen der nächsten Show nicht so stattfinden wird. Jetzt ist erstmal Nudeltime. Nudelzeit. Seid so wie ihr bleibt.